gehen jetzt auf Clever Camel. Warum ist Liechtenstein ein eigenes Land? Let's go. Liechtenstein ist das viertkleinste Land in Europa und das sechstkleinste der Welt. Die Hauptstadt von Liechtenstein ist Vaduz und es liegt eingebettet zwischen Österreich und der Schweiz. Es hat nur knapp 40.000 Einwohner und eine Fläche von nur 160 Quadratkilometern, was ungefähr der 1,5-fachen Größe der Insel Sylt entspricht. Doch wie konnte mitten in Europa so ein winziger Staat überleben? Der Staat Liechtenstein wurde bereits im Jahr 1719 gegründet. Damals schlossen sich die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg zusammen. Der Staat blieb aber weiter Teil des Heiligen Römischen Reichs. Erst nach Auflösung des Heiligen Römischen Reichs gehörte es zunächst zum Rheinbund, später dann zum Deutschen Bund und konnte schließlich im Jahr 1866 die volle Souveränität erlangen. Während aber in anderen deutschen Staaten im 19. Jahrhundert die Industrialisierung einsetzte und die Staatswesen modernisiert wurden, änderte sich in Liechtenstein kaum etwas und es blieb weiter ein absolutistischer Staat. Kurz nach der Auflösung des Deutschen Bundes im Jahr 1866 wurde auch das Militär in Liechtenstein abgeschafft und man versuchte in Zukunft, ähnlich wie die Schweiz, eine neutrale Haltung einzunehmen. Übrigens hat das Land bis heute kein Militär und ist damit neben Costa Rica, den Salomonen und Tuvalu nur eines von vier Ländern, das komplett ohne Streitkräfte auskommt. Das Land schaffte es schließlich im Ersten Weltkrieg komplett neutral zu bleiben, was aber nicht bedeutete, dass das Land nicht auch stark von den Auswirkungen getroffen wurde. Durch starke wirtschaftliche Probleme wurde nach dem Krieg der Ruf nach politischen Reformen laut. So kam es auch und die Macht des Fürsten wurde stärker eingeschränkt. Zudem gab sich das Land eine demokratische Verfassung, die mit vielen Elementen der direkten Demokratie stark an die Schweiz erinnert. Nachdem im Jahr 1923 zudem ein Zollvertrag mit der Schweiz geschlossen wurde, begann auch ein wirtschaftlicher Aufschwung des Landes. Das Land zeichnet sich dabei besonders durch das sehr liberale Wirtschaftssystem und die niedrige Besteuerung aus, von der auch heute noch viele profitieren. Zudem übernahm man auch den Schweizer Franken als Währung. Auch im Zweiten Weltkrieg schaffte es das Land schließlich vollständig neutral zu bleiben. So wurde die Grenze zu Österreich auf einer Länge von 14 Kilometern vollständig durch Zäune und Barrieren abgeriegelt, die mit Hilfe von Schweizer Grenzwachen abgesichert wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm dann der Wirtschaftsboom weiter Fahrt auf und das Land entwickelte sich sehr schnell von einem Agrarstaat zu einer der fortschrittlichsten Dienstleistungsnationen. Die Uhren ticken allerdings trotzdem etwas anders als in den großen Nachbarländern. So wurde das Frauenwahlrecht auf Landesebene zum Beispiel erst 1984 im dritten Anlauf eingeführt und das Fürstentum trat auch erst im Jahr 1990 den Vereinten Nationen bei. Da die vorteilhaften wirtschaftlichen Bedingungen in dem kleinen Land sehr viele Auswanderer anzogen, trat ab 1972 ein Gesetz in Kraft, das die Zahl der Ausländer auf ein Drittel der gesamten Einwohnerzahl begrenzt. Das Parlament ist übrigens im Vergleich zum Bundestag winzig, weil dort lediglich 25 Mitglieder sitzen. Politisch besitzt nämlich auch heute noch der Fürst ein sehr großes Mitspracherecht, da er für jede Entscheidung ein Vetorecht besitzt. Selbst eine Volksabstimmung im Jahr 2012, die eine Einschränkung des Vetorechts forderte, wurde mit über 75% der Stimmen abgelehnt. Hier wird also das gute Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Fürstenfamilie deutlich. Die Fürstenfamilie zählt dabei zu den ältesten Adelsfamilien Europas, da diese bereits 1136 das erste Mal erwähnt wurde. Wirtschaftlich ist das Land auch heute noch auf den Dienstleistungssektor spezialisiert. Vor allem Banken, Treuhänder und andere Finanzdienstleister machen den Großteil der Wirtschaft aus. Es gibt dabei mehr Arbeitsplätze, als das Land Einwohner hat, was vor allem durch den starken Grenzverkehr und die vielen Pendler begründet ist. Die meisten von ihnen kommen dabei aus der Schweiz. Zudem kann das Land auch die höchste Unternehmensdichte weltweit aufweisen. Liechtenstein galt aufgrund seiner sehr niedrigen Besteuerung lange Zeit als Steueroase. Zudem kam im Jahr 2008 ein großer Steuerhinterziehungsplan unter Beteiligung von Liechtensteiner Banken ans Licht, weshalb die Regierung sich dringend gezwungen sah, einige Reformen anzustoßen. So wurde direkt ein Jahr später ein Transparenz- und Reformpaket beschlossen, wodurch Liechtenstein von der schwarzen Liste der Steueroasen der OSZE gestrichen wurde. 2011 ist Liechtenstein schließlich auch dem Schengen-Abkommen beigetreten, wodurch die Grenzkontrollen mittlerweile komplett wegfallen. So, das war's schon wieder mit dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal in Liechtenstein wart oder ob ihr vorhabt, dort mal hinzureisen. Hier könnt ihr euch gerne noch ein weiteres Video anschauen und ansonsten sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video. Ja, das können wir uns auch gerne noch anschauen. Ein gutes Video, finde ich. Muss ich auf jeden Fall auch mal hin. Finde ich sehr interessant.